Die Hitze ist genauso tödlich wie die Jotun und die Spinnen. Seid ihr wegen der Auftragstafel hier? Er ist tot? Wie bedauerlich. Ich würde ja sagen, dass man ihn vermissen wird. Aber er war aus Weißfels und da weiß man ja nie. Und das da ist sein Wanderstab? Den nehme ich. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Er stand einfach da, mit einem Lächeln im Gesicht, während Efür wegen seiner miserablen Arbeit vor sich hin tobte. Ich schätze, er ist einfach nur glücklich, wieder einen Meister zu haben. Bis dann! Ihr habt von mir ein bemerkenswertes Schwert erhalten. Behandelt es gut. Er ist schroffer als Meister Brasken, aber er hat mich noch nie geschlagen. Geht nicht unvorbereitet in die Ödnis hinaus. Wir bekommen hier in Eisenhag nur wenige Fremde zu sehen. Seid willkommen. Worum geht's? Auf den Anhöhen von Menetüre. Bindet es nur so von Jotun.
Seid ihr? Ah, ihr habt das Totem. Gut, wir haben für Feindschaft gesorgt. Nun müssen wir die Gegenseite ebenso aufstacheln. Tötet die drei Jotun-Häuptlinge, die als Ragnars Auserwählte bekannt sind. Ihr Tod wird den Ragnar mehr erzürnen als alles andere. Platziert danach in der Brust jedes Auserwählten einen dieser Kobold-Dolche. Das müsste ausreichen.
Sie halten sich bei den Jotun auf den Anhöhen auf und verbreiten das Wort ihres Ragnars. Vergesst nicht, in die Brust der Leiche eines jeden von ihnen einen Kobolddolch zu stecken. Das ist entscheidend. Seht, es beginnt!